Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Bedwars. Und ja, wir chillen. Wir spielen ja heute mal einfach mal eine ganz chillige Runde Minecraft Bedwars. Ich hoffe, die Quali ist gut, denn ich habe jetzt einfach mal. Bro. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen geguckt, wie ich das vielleicht machen könnte. Das Bild vielleicht. Das Bildmaterial. Dass das Bildmaterial ein bisschen schärfer ist und ja, ich habe jetzt einfach mal den Modus auf den Bewegungsmodus umgestellt. Ja, und hoffe mal, dass die Kamera dadurch nicht unscharf wird. Egal. Ja. Und ich möchte euch heute nämlich mal mein neues Texture Pack vorstellen. Mein 30 Abonnenten Pack. Ist ziemlich geil. Ich bin immer noch ein bisschen am Tun und Machen. Aber ich möchte euch heute, das ist schon mal das, was ich geschafft habe, mal so zeigen. Die Blöcke kennt ihr ja vielleicht. Die sind aus meinem alten, der Minecraft Dylaner Depp. Pack, was ich allerdings nie released habe, aber vielleicht kennt es ja der ein oder andere noch aus meinen Videos, früheren Videos. Ja, auf jeden Fall, wie ihr es hört, habe ich neue Sounds drin. Zum Beispiel der Einsammelsound ist anders und auch der Bettabbau-Sound, glaube ich. Und ja. Genau. Ganz geil. So, ich habe gehört, man soll jetzt bis zu Gott sein Vater sich stacken, um dann richtig angreifen zu können. So, ich hoffe, wir kriegen den jetzt gleich mal. Er steht auf jeden Fall schon mal mit Full Equip. Ja, super. Ja, mein Kater ist übrigens ganz fein, denn er chillt sich gerade auf dem Bett. Ja. Hoffe, dass ich euch damit ein wenig... Danke. Als ob ich da einfach auf einer geraden Strecke runterfall. Obwohl so gerade ist. Was ist heute mit mir los? Oder mit meinem Ping? Aber irgendwie checke ich das gerade noch nicht. Jetzt hat er mich ja noch hier eingebaut. Das war ein bisschen shit gerade. Holt er mich jetzt hier so richtig zu? Oh mein, das ist der Slime Ball. Ja, der ist auch neu. Der Kompass. Ist manchmal ein bisschen irgendwie verbuggt, weil ich halt nur eine Textur nicht gemacht habe. Das muss ich noch alles noch machen. Weiterführen halt. Dann kann ich euch hier gerade mal noch zeigen, das Diaerz. Das
halt so aus. So sieht ja übrigens auch der Diamant aus. Hier das neue Redstone-Erz, das habt ihr noch nicht gesehen. Das Gold, hinter mir ist Eisen und ja, da ist auch irgendwo das Emerald-Erz. Und wir spielen die gleiche Map. Wieder gegen denselben. Da muss ich gerade meinen Gucker. Ah, nee. Okay. Ja, moin. Wer kennt's nicht? Ich kriege mal wieder nichts gebacken hier. Boah, meine Hand ist, mein Arm ist so voller Schweiß, ne? Klingt jetzt vielleicht voll eklig, aber es ist so, die ist so voller Schweiß, dass ich quasi schon auf dem Tisch festklebe und ich dadurch nicht richtig schnell vernünftig einkaufen kann. Im Shop. Ein Herz, so muss das. Wer wirklich am Limit sein möchte, der muss auch schon mal mit einem einzigen Herz drauf losrennen. Hat sich kein Full Equip gemacht. Aber er hat ein Eisenschwert, Leute. Das ist kritisch. Könnte ja vielleicht irgendwas versuchen. Nein! Als ob ich mit einem Schlag tot bin. Also, Junge. Wash willst du? Das ist, so sieht übrigens Bronze aus. Ist ganz geil. Ja, der Bogen sieht eben so aus. Die Tränke so. So das Essen. Das sind Cookies übrigens. So sieht der Emerald aus. Das habe ich übrigens alles selber gemacht. Falls jemand fragt. So sieht das Schwert aus. Das ist halt das Goldschwert. Ganz geil. Nein, das Gold bekommst du schon mal nicht. Okay, davon holen wir uns jetzt erstmal einen fetten Bogen. Denn wenn er hier Unehrenmann ist und mit Eisen spielt. Mit Eisenschwert. Also nicht das Schwert von Eisen, sondern das Schwert aus Eisen. Also quasi das, was man von Gold kauft. Fucken wehen erstmal richtig ein bisschen ab mit dem Bow. Dann seht ihr den auch mal in Action. Ich hole mir jetzt einfach mal den 7er. Noch ein paar Pfeile dazu. Und dann klappt das schon.
tot. Der nicht so viel Fallschaden kassieren. Den Bauer habe ich auch selber gemacht. Ich finde das voll gut. Tja, was machst du jetzt, Digga? Was machst du jetzt? Schnell ein Warpowder. Okay, er ist gestorben. GG. Moin. Ja, das Pack release ich euch dann bei 30 Abonnenten. Und ja, wer auf jeden Fall Bock hat, kann auf jeden Fall mal ein Abo und ein Like da lassen. Dann bemühe ich mich mal noch mehr und kann es euch vielleicht auch schon früher releasen. Ich will natürlich ultra Bock machen. Und ja. Ist auf jeden Fall eine ganz... Warum ist die Quali schon wieder so scheiße? Ich merke das immer nie, dass die Qualle so beschissen ist, obwohl ich auf... Moin. Als ob ich mir gerade 2 Sticks gekauft habe. Laber doch keinen. Also ich finde die Quali bei meinem alten Handy war irgendwie besser. Aber es ist mir leider kaputt gegangen. So, du gehst mal ganz schnell weg hier. Und ja. Da wäre ich gerade fast ins Loch geplumpst. Schade, Schokolade. Den hätte ich kriegen können. Hab's dann aber doch irgendwie in ganzer Linie verkackt. Ich habe nur Partikel bekommen. Was ist das denn für eine Verarsche? Komm jetzt runter mit dir. Er prankt mich einfach. Okay, scheiße. Ich werde jetzt mal noch, glaube ich, oder mache ich's? Ich glaube, ich bin mir überhaupt nicht sicher so, ne? Ja, komm, machen wir. Einfach mal noch woanders hin. Gehen wir mal auf Gomme. Ich bin
Nehmen wir aber noch eine Runde Kid One vs. Ron. Was ihr gerade gesehen habt in mir, das war übrigens der Alex-Skin. Das ist mein Skin in schlank und Mädels-Style, also mit langen Haaren und so. Habe ich auch gemacht. Dann kommt ja bald noch die Skin. Da werde ich einfach mein Skin benutzen, auch wieder nur mit ein paar Details noch dran halt. Kennt man. Wer kennt's nicht? Jetzt laggt es wieder. Also ich habe einige coole Texturen gemacht. Das hier ist beispielsweise die Feder. Denke ich auch ganz cool. Die Suppe. Und ja, spielen wir noch eine Runde OAC. Würde ich mal so behaupten. Wenn man Minecraft. What the fuck? Jetzt mal nicht absolut verkacken würde. Boah, ich treffe null, ne? Ich treffe halt wirklich nichts. Oh Mann, ich wollte gerade weg. Schade, Schokolade. Das ist die Blaze Rod. Auch ganz cool. Die Angel. Cool schattiert. Ich gehe jetzt mal noch in den Singleplayer. Und zeige euch mal noch ein paar Sachen, die ich noch erledigt habe. Das hier beispielsweise ist Sandstein. Der ist auch selbst gemacht. Finde ich zum Beispiel den Übergang ganz cool, dass es so von dunkel nach hell geht. Jo. Ganz cool. Und jetzt regnet es natürlich. Das ist natürlich suboptimal, wenn es jetzt gerade regnet. Und Längen tut's auch. So, mal im Weltladen. Das hier ist das Emerald Erz. Das sind halt die Emeralds, die ich hier gemacht habe, einfach mal drin. Ich hole ihn mal. Ganz cool. Hier ist der Diamant. Auch ganz cool. Leder. Iron, Gold, Bronze, die Feder, Flint, Zuckerrohr, das Ei, das habe ich einfach aus Pure Beauty Craft übernommen, süße kleine Hühner. Dann finde ich am geilsten, finde ich, die hier, die Samen, die Weizensamen, ja, auf 512er Auflösung. Hier, die sind auch 512er Auflösung. Ganz geil. Dann haben wir hier das Enderauge. Können wir werfen. Dann haben wir hier noch den Slimeball und den Schneeball. Der Schneeball, finde ich, ist am geilsten.
Voll geil. Ja, sind beide auf gleicher Größe. Und in derselben Auflösung. Die Enderperle. Enchanting Bottle. Ja, die Tränke kennt ihr noch nicht. Das sind zum Beispiel die Trankflasche. Der Sound. Und dann hätte man jetzt Regeneration. Ähnlich. Saufen. Den Knochen, den muss ich noch machen. Könntet ihr mir gleich mal bei helfen. Hier sind die Tools. Die habe ich auch alle selbst gemacht. Schauen uns jetzt einfach mal auf die schnelle Dia-Tools an. Die Diaho ist einfach eine halbe Spitzhacke. Dann hier die Spitzhacke. Die Axt. Und die Schaufel. Finde ich ist ganz geil. Genauso wie mit den anderen Sachen. Dann die Schwerter. Das Holzschwert, Goldschwert, das Steinschwert und das Eisenschwert. Stein und Eisen relativ easy zu unterscheiden. Und das Dierschwert. Genauso auch die Rüstung, hier nochmal der Bogen. Jo. Food haben wir denn hier. Die Melone ist relativ beschissen geworden. Dafür aber der Keks ganz geil. Ja, ist halt einfach so ein Keks. An das Fleisch muss ich noch. Das Steinefleisch. Dann hier aus dem Poor Biddy Craft Bereich das Steak auf 512. Dann haben wir an den Netherstern muss ich heute noch. Ja. Dann der Saddle. Auch aus dem Poor Biddy Craft Bereich. Dann haben wir hier Redstone. Hier habe ich einfach in die Mitte einfach noch so eine Vignette reingeballert. Dann, den Hebel habe ich nicht gemacht, aber das TNT. Auch ganz geil. Dann, was habe ich noch gemacht? Dann habe ich noch what? War doch letztens lol? What the fuck? Egal, also dann ja, hier die Blöcke, die kennt ihr alle schon von meinem alten Dictionbake, hehe. Und der rote Sandstein finde ich auch ganz geil, hat halt so die Königsfarben, fröhliche rot und gelbe Farben, warme Farben. Ja. Den Stick habe ich mal faithful gelassen.
die man schon gesehen hat. Und der Rest muss ich alles noch machen. Da muss ich auf jeden Fall noch mich ransetzen, das alles noch zu machen. Aber wenn ihr es dann bekommt, wird alles fertig sein. Das verspreche ich euch auf alle Fälle. Jo. Ich habe so ziemlich wie alles selbst gemacht. Und an den Rest muss ich mich halt eben heute noch dran setzen. Rüstung. Nur dass ihr die jetzt mal eben auch mal eben seht. Die kennt ihr nämlich noch gar nicht. So, ich ziehe die mal nacheinander mal eben kurz an. Zack, zack, zack. So, jetzt bin ich voll Kette. Voll die Kette. Dann voll Iron. Voll Gold. Und voll Dia. Passt natürlich auch von der Dunkelheit alles zu den Items. Dann hier das fermentierte Spinnenauge, das Feuer. Auch aus dem PvP-Craft-Bereich. Dann den Braustand. Einfach mal hier mal gezeigt. So. Wie sieht das jetzt aus? Einfach mal eben schnell. So. Und ja, das war es auch schon gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da und rein. Und tschüss.